Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, es ist Sonntag nachmittags heute und sozusagen der letzte Songkran-Feiertag. Also ab morgen geht das ganz normale Leben weiter. Und ja, freut sich immer zweimal, einmal wenn die Feiertage kommen und einmal wenn sie vorbei sind, ne? Das war ja einiges los hier in Surin und Umgebung, eigentlich in ganz Thailand. Ja, das Wetter ist jetzt nicht mehr so heiß. Was heißt, es waren immer noch 38 Grad heute. Aber es ist ja immer noch schwül, bewölkt. In der Nacht habe ich schon gedacht, der Regen kommt, weil es war auch windig. Aber das Unwetter ist dann an uns vorbeigezogen. Leider. Ja, ich sitze jetzt hier wieder auf meiner Terrasse, ein kaltes Getränk dabei. Meine Frau ist auf dem Markt, hier auf dem lokalen Markt, neben bei uns im Nachbarort. Ich werde später dann auch hinfahren und dann gehen wir gemeinsam zum Essen zur Panerei, Abendessen. Vorher muss ich noch die Kühe reintun. Bis jetzt war ich beim Gießen, musste überall Wasser geben, weil der Regen, ja, ist jetzt schon eine Woche zurück und langsam trocknet es aus. Sonst, was gibt's Neues? Ja, nächste Woche kommt jetzt endlich mein Onkel Nanon und dann kann es losgehen mit dem Fischen im Teich. Hoffentlich klappt es jetzt diesmal, weil meine Schwiegermutter, die Eilert, ist in Sakonakon, ihre Schwester zu besuchen. Da wohnt ja auch mein Onkel, der Onkel, der Nanon. Und dann kommen die beide zusammen zurück, ne? Schauen wir mal. Ich freue mich schon darauf. So, schauen wir uns nochmal den Teich an, würde ich sagen, und die Kühe. So, jetzt noch kurz meine Schuhe. Jawohl. Und die Mimi, die will auch ein bisschen raus, nehmen wir sie auch mit. Komm. So, schauen wir jetzt mal, wie gesagt, zu den Kühen. Weil da sind noch andere Kühe da, sehe ich gerade, die hier weiden. Ist meistens so. Also da kann ja jeder seine Kühe hierher bringen, solange der Reis nicht angepflanzt ist. Und wenn der Reis, ja, da sieht man jetzt, oder auch nicht, meinen Nachbar, der hat schon angefangen mit dem Traktor die Felder zu bearbeiten. Also das heißt dann, das geht schön langsam los mit dem Anbau vom Reis. Und dann ist halt für die Kühe erstmal Schluss mit lustig hier. Dann können die nicht mehr raus. Ne? Gut, wir haben ja unsere zwei Reihen mit Gras. Da können wir sie abwechselnd immer mal rauslassen. Mal auf ein, in ein Gatter, mal in das andere. So. Hier sieht alles. Hier ist alles in Ordnung, so wie es aussieht. Aber ich glaube, die Bildqualität ist nicht so schön. Also zumindest scheint es mir, als wäre es ein bisschen dunkel. Ja, ist ja auch bewölkt. Nach diesem Regen hat sich aber schon das Gras in den Reisfeldern auch ein bisschen erholt. Ist jetzt nicht ganz grün, aber doch nicht mehr so vertrocknet alles wie vorher. Ne? Also dieser Regen war schon ganz gut vorige Woche. So, dann schauen wir noch mal kurz in den Teich. Das sind meine Hunde, die habe ich gerade gefüttert. Ja, Namchok. Immer aufpassen, dass die Mimi nicht abhaut. Das macht sie gerne.
und dann kann ich sie suchen mit dem Motorrad. So Leute, also das hier ist jetzt nochmal der Teich. Das Level, wo man sieht, so, also schon ganz schön gesunken. Ne? Die Seerosen sind immer noch da, nicht mehr so viele, aber gut, die vertrocknen ja nicht ganz. Ich glaube, wenn man da wieder Wasser reinlässt, nachher kommen die wieder. Also Fische sind so in jeder Menge drin. Man merkt es ja immer, wenn man da ein bisschen Futter reinschmeißt oder so, wie die kommen. Also mal sehen. Das eigentliche Problem ist nicht das Wasser, sondern der Schlamm. Also ich habe versucht, diese Tage mal ein bisschen reinzugehen. Habe gesagt, ja gut, das Wasser ist halt nicht mehr so tief. Da kann ich es mal probieren. Gummistiefeln, aber ich bin da gleich in Schlamm rein. Im Schlamm versunken. Und nee, das macht keinen Spaß mehr. Ich glaube, das ist ja auch schon fast ja, gefährlich. Mal sehen, wie die das machen. Keine Ahnung. Aber gut, wenn die da sind, erstmal das Wasser raus und irgendwie die Fische. Und dann schauen wir mal, was da noch so unten ist am Grund. Wahrscheinlich ein bisschen was aufräumen und ein bisschen sauber machen und dann frisches Wasser rein. Ne? So. Die Hunde, die gehen immer wieder mal, um sich ein bisschen abzukühlen hier im Teich. Da sieht man, dieser kleine Baum, der hat schon Früchte, unglaublich. Noch klein und so, aber... So, da sind noch unsere kleinen Mangos. Die haben dieses Jahr ein bisschen spät geblüht. Aber schon langsam werden sie jetzt auch reif. Der hat jede Menge. Das sieht man hier. Na, meine Hunde überall. Hey, geht's Victor mal. Die folgen mir überall hin. Und die anderen zwei, die gehen ins Wasser. Da schauen wir uns jetzt doch nicht. Ja, die gehen manchmal schon rein, um sich ein bisschen abzukühlen. Aber nicht tief, da haben sie da schon Angst. Das ist der zweite kleine Mangobaum. Auch jede Menge Früchte, man sieht. Das einmal, dann hier noch. Ne? Die sind jetzt auch fast reif. Eine sehr gute Sorte übrigens, ja, sehr süß. Sieht jetzt alles ein bisschen drunter und drüber aus. Die ganzen Blätter von den Bäumen und so muss man halt noch mal richtig aufräumen da. Und ja, aber das jetzt in der Trockenzeit fallen so viele Blätter runter, dass man eigentlich gar nicht nachkommt. Das ist meine Bananenstaude, die fast reif ist jetzt. Sehr gute Sorte, sehr lecker. Braucht jetzt noch, ja, ein paar Tage vielleicht. Und dann, bevor die Vögel kommen und das anpicken, muss man sie halt ernten. Ne? Ja, hier im Kuhstall ist auch schon alles vorbereitet, sauber gemacht.
Wasser gegeben, Futter für die Tiere, wenn die dann reinkommen, dass sie alles hier haben. Das Licht muss ich dann noch später anmachen. Ja. Hier hat der Wind meinen Zaun kaputt gemacht. Aber gut, das meiste ist ja schon geerntet. Also von daher können auch die Hunde jetzt rein. Das muss man dann irgendwann wieder neu anbauen. Das sind noch ein paar, ja, Peperoni oder so, sehe ich gerade. Aber das meiste haben wir schon geerntet. So, und hier das andere Gemüse, Cherry-Tomaten jeder Menge. Und hier so will ich dann den Garten erweitern, ne? Also bis neben den Kuhstall und neben den Hühnerstall. Ich habe jetzt da schon mal den ganzen Kuhmist. Hier einfach ein bisschen verstreut, muss ich da noch mehr machen. Und dann, damit es auch fruchtbare Erde ist, ne? Mal sehen. Ja, und ansonsten hat sich nicht viel verändert. Dieser Regen hat jetzt die Erde ein bisschen gerade gemacht. Man sieht, wo wir da mit Erde aufgeschüttet haben. Und schön langsam beginnt ja auch das Gras wieder zu wachsen. Ja, ist jetzt schön gerade alles. Ja. Das hier sind meine kleinen Bäume, die ich dieses Jahr angepflanzt habe und die ich halt immer noch Wasser geben muss, bis die richtig angewachsen sind, nicht? Denn wenn es so heiß ist und trocken, brauchen die das einfach, sonst wachsen die nicht an. Die Regenzeit kommt ja irgendwann und dann nächstes Jahr sind die schon etwas widerstandsfähiger. Das ist hier mein Jackfruit. Mal sehen, ein paar sind schon vertrocknet. Ich hoffe, mit diesem habe ich jetzt mehr Glück. Sieht eigentlich bis jetzt ganz gut aus, ne? So, nochmal ein Mango. Den musste ich auch austauschen, weil der vorhin war auch vertrocknet. Dieser hier, naja, schauen wir mal. Aber ansonsten, manche sind ganz schön kräftig geworden von diesen Bäumen auch. Also meistens sind jetzt auch 4 oder 5 Jahre alt schon. Und wie ich sie gepflanzt habe, waren ja die ganz klein, nicht? Zwischen schon gut angewachsen. Ja. Hier nochmal so ein kleiner Mangobaum. Oh, das übliche halt. Der Rasen sieht auch nicht unbedingt so schön jetzt aus. Müsste ich noch mal mähen und dann auch noch mal Wasser geben, ne? Aber gut. Ist halt so mit dem Rasen, man hat schon viel Arbeit und nicht immer Zeit dann zu mähen, nicht? Und in der Regenzeit wächst ja dann das Gras wie verrückt. Aber da kommt man mit dem Rasenmäher nicht mehr rein, weil der Boden ist zu weich. Tja. So, da habe ich meinen Pool heute wieder sauber gemacht, muss man auch machen. Es läuft die Pumpe noch. Aber bei dieser Hitze, so in den letzten Tagen, war der Pool wirklich, also, ja, ich möchte ihn nicht missen. Bin sehr froh, dass ich einen habe, weil man kann sich sehr gut abkühlen. Ne? Das ist, muss ich das vorstellen, 40, 41 Grad. Und ja,
So, jetzt werde ich dann auch die Kühe reinlassen, weil man sieht es ja oder sieht es auch nicht, die Sonne geht unter. Man sieht ein bisschen was, ja. Und sobald die Sonne untergegangen ist, wird es dann auch dunkel, nicht? Das geht ganz schnell. Also einfach Kühe rein und dann werde ich auch auf den Markt fahren zu meiner Frau. Okay Leute, das war es dann wieder mal für heute mit einem kleinen Rundgang hier am Grundstück. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und tschüss.